Einen schönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Ideas Daily TV. Der deutsche Leitindex hat nach 3 Gewinntagen in dieser Woche erstmals Verluste gestern verzeichnet. Am Vormittag notierte der DAX teilweise noch klar im Plus. Am Nachmittag kam dann die Enttäuschung in Form von schwachen US-Konjunkturdaten. Der DAX schloss bei 11.090 Punkten. Das ist ein Minus von 0,7%. Blicken wir auf den heutigen Handelstag voraus, zusammen mit unserer Korrespondentin an der Börse Frankfurt, mit Viola Grebe. Guten Morgen. Viola, was sind denn die Vorgaben für heute und wie wird der DAX erwartet? Ja, guten Morgen aus Frankfurt. Der DAX wird ein bisschen schwächer erwartet. Du hast ja gerade schon gesagt, gestern ging es ja schon ein bisschen runter. Und vor allem eben die schwachen und überraschend schwachen, muss man sagen, Daten aus den USA haben dafür gesorgt, dass die Stimmung etwas eingetrübt wurde. Die Einzelhandelsumsätze sind eben überraschend stark zurückgegangen. Außerdem auch noch ein eher nicht so guter Ausblick von Coca-Cola. Das kam an den US-Märkten auch nicht so gut an. Letztlich ist der Dow allerdings mit einem Minus von 0,4% aus dem Handel gegangen. Das ist jetzt ja auch nicht knietief im Minus. Also beim DAX ging es quasi sogar noch weiter runter. Aber die asiatischen Börsen, die sind heute Morgen eher schlecht aufgelegt. Da sehen wir deutlich rote Vorzeichen bei Nikkei, Hang Seng und Shanghai Composite. Liegt auch ein Stück weit daran, wir haben jetzt zuletzt ja doch ordentlich Vorschusslorbeeren verteilt. Und da ist dann immer die Frage, was wird wirklich geliefert, jetzt gerade beim Fortgang der Gespräche USA-China. Und da ist eben der große Durchbruch bisher noch nicht vermeldet worden. Und dementsprechend ist man jetzt in einer abwartenden Haltung, aber auf einem etwas tieferen Niveau, als wir das zuletzt hatten. Immerhin gibt es heute ja auch noch mal jede Menge Konjunkturdaten aus den USA. Vielleicht ist da noch mal was für ein paar Impulse dabei. Und bei uns hat die Allianz heute Morgen schon ihre Zahlen vorgelegt. Dann vielen Dank nach Frankfurt, Viola. Nach diesem Ausblick auf den heutigen Handelstag geht es nun weiter mit der Marktidee. Heute ist das Bilfinger. Bei Bilfinger scheint es nach schwierigen Jahren aufwärts zu gehen. Der Konzern hat gestern Zahlen vorgelegt und die Märkte überzeugt. Die Aktie legte daraufhin um über 7% zu. Dabei übersprang sie auch wichtige charttechnische Marken. Und jetzt drückt ein neuer Widerstand in den Fokus. Mehr zu diesem erfahren Sie in einer ausführlichen Chartanalyse. Sie sehen es neben mir unter www.ideas-daily.de. Bekommen Sie weitere Informationen. Und wir sehen uns am Montag wieder mit Ideas Daily TV. Bis dahin wünsche ich ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut. Auf Wiedersehen.